Hilf mir mal mit dem Schloss. Sieht kinderleicht aus. So. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt... Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Kannst du das knacken? Ach, das wird nicht lange dauern. Fertig. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten... Ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier.
Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen. Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held.
Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker. Die Nase. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Rakete, Booker! Los! Mach! Geht klar! Kämpf weiter, Bruder!
Hier! Bring dich um! Feuer fliegt aus der Hand!